Was geht? CTNT Buddies, jetzt mal mit den Füßen am Start. Und ja, es ist gerade nach dem Livestream und jetzt nehme ich gerade Overwatch auf. Und ich hoffe, dass YouTube das verarbeitet, weil momentan ist bei YouTube manchmal so, dass du 1080p 60fps hochlädst und noch nicht mal 3 Stunden später ist es verarbeitet. Deswegen hoffe ich, dass das so ist. Und wenn es an einem Sonntag rauskommt, was ich nicht hoffe, tut es mir leid. Aber ihr habt das Overwatch heute und dann doch das Commentary, wenn Sonntag wäre. Also, ja, es lädt gerade runter. Dauert ein bisschen, weil ich noch im Hintergrund noch was runterlade. Ich bin nur am Runterladen. Übrigens, danke an die 7 Leute, die im Livestream dabei waren. Ich muss nochmal gucken, ob ich vielleicht den Livestream-Tag irgendwie umlege, weil anscheinend ist es so, dass Samstag weniger Leute Zeit haben, aber an einem Freitagabend einfach so 23 Leute, wo man sich denkt, okay, 23 an einem Freitag und Samstag nur 7. Mal gucken, wie ich das mache. Ich werde jetzt eh wahrscheinlich auch mehr spontan Livestreamen. Das heißt, dass ich ankündige in der Gruppe, ja, in 2 Stunden oder 1 Stunde da livestreamen wir oder sowas. Und auch im Livestream sehr beliebt, falls das die Leute interessiert, die Overwatch gucken. Im Livestream findet fast immer 3 bis 4 Mal Overwatch statt, weil die Leute sich das auch immer ziemlich gern wünschen. Und ich auch mal sehr, sehr gerne Overwatch mache. Kriegt da auch mal diese positive Rückmeldung, dass ich auch einfach nicht drauf eingehe. Also ich gehe nicht, sage ja nicht gehackt oder so, sondern immer noch sehr kulant bin, mir das länger angucke. Und wenn ich keinen Hacker habe, trotzdem sage, was er vielleicht falsch macht und damit man auch selber ein bisschen was lernt. Wir sind Cash, da freue ich mich doch. Die Map spiele ich sehr, sehr selten. Ich mag sie, aber ich spiele sie selten, weil ich da meistens immer auf die Fresse kriege, weil ich es halt noch nicht so gut kann. Da wird schon gepusht in der Mitte. Und da wird aber auch gnadenlos hier weggegangen. Da wird er angeschossen. Das ist ihm egal. Anschießen, das ist für ihn no prop. Ja, steht am Schachtraum. Zur zweiten Schachtraumdeckung für B. Ja, wer sich da so sicher ist. Also ich würde, nur so ein Tipp, so zweiter Schachtraum ist nicht immer so gut. Wenn da mich die T's da reinrannt kommen mit 2, 3 Leuten, dann bist du auch hinter der Kiste weg. Ja, weil du willst ja raus aus der Kiste und helfen. Selbst wenn du nicht rausgehst, dann gucken sie dahinter. Standardspot. Die T's sprechen sie ab, da wird halt wie gesagt gepusht. Da wird es eben Mitte gepusht. Das wird gerade, wie ich das sehe, Pushspot benutzt da. Wie nennt das Pushspot? Ich weiß gar nicht, wie es offiziell heißt. In der Mitte. Ja, und der sticht jetzt natürlich die Mitte aus. Bombe liegt noch immer Mitte. Die T's wissen noch nicht, was sie machen sollen. Ja. Suspect steht immer noch straight auf B und denkt, ja, Schachtraum ist immer gut. Aber er hat dann seinen Mate mittlerweile auf den B-Spot verschoben. Das musst du ihm lassen. Gott, ey, ich bin nur am Nuscheln heute. Nur am Nuscheln. Jetzt hilft er. Oh, da ist jetzt hier. Was hat er eigentlich für Stats? 3-3. GG, Alter. Ja, das ist, die T sprechen nicht ab, aber dafür spielen sie nicht gut. Also wenn ich wüsste, dass der dahinter steht, dann würde ich den einfach links liegen lassen, auf den Spot rennen oder so ein Kram. Irgend sowas oder wegsmoken oder so, aber nicht versuchen. Das ist der Fehler. Wenn, er war gerade in der Vorteilsposition. Er wusste, wie viele noch am Leben waren. Er wusste, er hat Schaden gemacht. Und trotzdem haben die T's versucht, ihn zu pushen, ja. Das war an dem Moment falsch. Zu pushen, ohne die Granaten, die man eventuell hatte, wenn sie noch welche hatten, ich weiß es gerade nicht. Ohne die Granaten nur so zu benutzen, ist immer schlecht. So, es wird aggressiv Gegenspiel mal. Ja. Seht ihr, das war jetzt zum Beispiel ein Indiz dafür, dass er aus meiner Sicht keinen Wallhack hat, weil er hat gesehen, er wusste nicht, dass er da steht, weil er hat erstmal nach links gezogen, hat dann realisiert, warte mal, ich hab, da steht ja einer rechts von mir und hat dann erst rechts auf den Typen draufgezogen. Was ein Indiz dafür ist, dass er keinen Wallhack hätte. Das meine ich mit den Sachen, was ein guter Wallhacker machen würde. Der hätte es vom Movement mich so gehandhabt, dass er niemals links über die Person drüber gezogen wäre, sondern er wäre so um die Ecke gegangen, dass man das Gefühl hätte, okay, er hat einfach nur alles in Ruhe abgeaimt und hat nichts übersehen. Ja, das machen gute Wallhacker, aber er zum Beispiel zeigt, dass er keinen Wallhack hat, indem er einfach drüber zieht. Spray Control ist real, da ist aber einer wirklich mit Low HP rausgegangen aus dem Zweikampf. Aber er guckt noch Pushspot. Die T's lassen sich zu schnell pushen. Die T's lassen sich schnell pushen. Die CT spielen sehr aggressiven Aufbau, ja. Man sieht das. Sie wollen B, entweder fangen sie an komplett auszuschließen oder stehen schon wirklich vorne bei B. Auch in der Mitte eben, ne? Er geht mit halt wirklich knallhart nach vorne. Und die T's wissen nicht, was sie mit einem aggressiven CT-Team anfangen sollen momentan, weil sie anscheinend das nur kennen, wenn defensive CTs am Start sind. Jetzt halt mit der AWP. Da wird noch versucht, irgendwie durch den Smoke zu bangen. Mal gucken, ob der T jetzt einen Fehler macht und da lang sneaken will. Ja, aber auch nein. Also, er steht da, aber er will nicht weiter raus. Er weiß, die AWP steht da, aimt ab. Da kommt er durch den Schachtraum. Hat man ja gehört. Oder auch angesagt. Kann auch angesagt sein. Auf alle Fälle ist er bekannt. Aber unser guter CT weiß nicht, dass er links hinter die Kiste schon verschoben hat. Das heißt, wenn der jetzt rauszieht, dann kann es ein Brett geben.
Das sind diese Dinger, die man als Zuschauer liebt. Man hat einfach, das ist einfach Glück. Das ist einfach Glück, dass genau im Moment, wo er rauszieht, auch wieder in Deckung geht, ja? Und schon wieder aggressiv mit der AWP wird geguckt. Er wird auch einfach von seinem Teammate einfach nur mal auf Smoke gesprayt, auf gut Glück, dass da hinten einer langläuft. Und es ist einer langgelaufen. So, jetzt hört mich Schüsse, man weiß ungefähr, wo er ist, aber ja. Er macht nur Trouble. Er ist wie so ein Hund. Kennt ihr das? So Hunde, die einfach nur anbellen und wenn er dann näher kommt und sagt so, ey, was willst du eigentlich? Willst du Stress oder sowas zum Hund? Weil, ne, du willst ihm zeigen, hier, anbellen ist nicht cool, dann hat er sofort Angst und geht zurück. Kennt ihr solche Hunde? Genauso ist der T gewesen, weißt du? Sein Teammate wird erschossen, erstmal fett rumballern, ja, und dann zurück, nein, ich hab nicht geschossen, es tut mir leid. Genauso war das gerade. Hashtag aggressiver Hund. Ist cool. Soll man das jetzt eigentlich einführen, dass wir bei jedem Overwatch irgendwas mit Hashtag reinhauen? Irgendwas, was total absurd ist. Also nicht nur absurd, aggressiver Hund ist ja nicht absurd, aber irgendwas, was einfach immer so ein bisschen was Markantes ist, was ich gesagt habe. Oder irgendwas Markantes, was ich sehe, dass wir das als Hashtaggen. Also diesmal halt Hashtag aggressiver Hund. Das finde ich ganz lustig, so als Idee. Idee kann man ja mal machen. Auch schon wieder eine gute Smoke, dann reingeflasht, damit T plus nicht wirklich aggressiv steht. Damit er soll gepusht werden, die kriegen es nicht so ganz hin. Jetzt ist aber unser Suspect tot. Ich wollte sagen, das wird er nicht lange überleben. 12-7. 7-9, 6-9, 5-8, 3-9, 2-9, meine Ts. 100er Pings, da kann auch nichts reingehen. Da wundert man sich noch, da kann ja auch nichts reingehen. Es wird wieder weggesmoked. Also auch mal dieser andere Aufbau. Mal ist er in der Mitte. Mal unterschätzt er auf B. Man weiß nie, wo er rumjungelt. Das ist die Schwierigkeit, die ETs haben. Dann haben sie hohen Ping, ja. Dann flasht er seine Teammates raus. Dann smoked er sich alles zu. Er spielt eine wirklich starke CT-Seite bisher. Er spielt genauso CT, wie man es spielen sollte, ja. Er macht Druck. Und er nimmt den Druck an den richtigen Punkten raus. Und smoked sich dann weg. Oder flasht oder so etwas. Er macht es genau richtig. Und so sollte man CT eigentlich spielen. Wenn man ein Team hat, genauso wie es die Ts gerade sind. Wenn du ein Team hast, wenn die Ts aggressiv, wirklich aggressiv spielen würden. Das heißt, ich rede jetzt nicht davon, dass sie mal irgendwo reinrennen und Shots machen, sondern auf einmal kommt eine fieser Rush, ja, Granaten auf einen Punkt oder so ein Kram oder Flashs auf den ganzen Spot, dann müsst ihr anders spielen. Aber so wie die Ts spielen, so einen, wir bauen erstmal auf, versuchen dann irgendwo einen Pick zu setzen, dann durchzukommen, da hilft genau das, was er macht. Druck machen, Gegendruck machen und dann einen richtigen Punkt einfach rausnehmen. So ist das relativ gut. 9-1, das ist easy win, easy life. Das könnte natürlich Leute sagen, ach, der hat Warlock, guck mal, der kam und der Echo hat geprefired. Dazu kann man nur sagen, das ist eine 16-Tick-Demo, ja. Ihr seht ganz rechts ab 16 und CMD 16, das heißt, die Demo ist 16-Tick. Das bedeutet in tiefem Sinne für uns alle, dass wir nicht gesehen haben, dass er eventuell schon raus ist, aber er hat schon gesehen, hat einfach geschossen. Also, das ist keine Deeds für einen Wallhack. Ja, also hier sehen wir das nochmal. Da war dieser nette Spraydown, den er da gemacht hat im Schachtraum. Die Ts rennen einfach blöd rein und versuchen zu picken und treffen ihn wirklich nur auf 11 HP runter. War jetzt nicht so intelligent, habe ich aber auch im Video erklärt. Das war halt eine coole Aktion von ihm auf alle Fälle. Ja, hier sehen wir nochmal, dass mit der AWP coole Aktion. Na, holte sich den Pick da, weiß sofort, dass der Schachtraum kommen wird. Zieht rüber und flickt drauf und gönnt sich mal richtig schön Quickscope. Call of Duty wäre stolz auf dich, mein Freund. Und hier sehen wir nochmal, dass mit der CZ, ne, da gönnt er sich den in der Mitte. Lädt jetzt dann gleich ganz in Ruhe nach, chillt ein bisschen. Denkt sich, ach, komm, einer geht noch rein, hat er sich gedacht. Rennt dann auch jetzt gleich direkt in die Mitte. Und setzt den letzten, nach meiner Meinung, wunderschön CZ-Kill gegen den Typen, der jetzt da runterdroppt. Und zwar genau jetzt. Aber es ist auch direkt Head-Aim dabei, ne? Seht ihr, auf dem Kopf, da gab es eine gedrückt auf alle Fälle. Ja, wie eben nochmal gesehen, war da einfach gutes Aim dabei. Die Ts haben wirklich nicht gut gespielt, deswegen hat der nirgends was angehabt. Und das war so jetzt meine Meinung. Und ich würde sagen, das war's von mir. Ja, haut rein, meine T&T-Buddies. Aber bis bin diffused. Bye. What's up, guys? This is Spencer, Hiko Martin and Jordan Nothing Gilbert here in ESL 1 Cologne, right? That's right. We just wanted to tell you, make sure you subscribe to Bomb Has Been Diffused. If you don't, a flashbang dance in your face. Okay? That's right. Thank you, guys. Shit.